Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Der kommt durch, der ist drin! Kaiserslautern 3:2! Der ausverkaufte Betze wartet auf 90 plus 6. Der Treffpunkt Betze Podcast. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 90 plus 6, der Treffpunkt Betze Podcast. Mittlerweile die Folge Nummer 33. Mein Name ist Philipp und mit von der Partie sind heute der Mann, der nun sein Hotelzimmer im nächsten Frühjahr in Berlin stornieren muss. Moin, Thomas. Moin, moin. Und ebenfalls mit am Start der Mann, der wieder einmal da ist, wenn man ihn braucht, der Daniel Hanslick von 90 plus 6. Servus, Tim. Moin. Ja, Grüße in die Runde. Jetzt hatten wir in den letzten drei Wochen oder knapp zwei Wochen, mit einem Unentschieden, einer Niederlage und einem Sieg im Prinzip alle möglichen Ergebnisarten dabei. Wie ist denn gerade eure Stimmung? Wie geht's euch mit der aktuellen Lage beim FCK? Thomas, wie sieht's bei dir aus? Mir geht's super, muss ich sagen. Ich habe das irgendwie gar nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass wir so gut punkten gegen die Top-Teams. Also Magdeburg war jetzt dann irgendwie doch kein Top-Team mehr im Sinne von Top 3 oder so, als wir dann gegen die gespielt haben. Aber hättest du mir gesagt, dass wir gegen Paderborn, Düsseldorf, Magdeburg 7 Punkte holen und uns so gut in Stuttgart auch verkaufen, das hätte ich auf jeden Fall vorher genommen. Ich war jetzt beim Spiel auf jeden Fall, oder nach dem Spiel gegen Magdeburg, ein bisschen enttäuscht, weil es war ultra aufreibend für die Spieler bestimmt und aber auch so aufregend auf jeden Fall vom Fernseher, weil ich mir die ganze Zeit dachte, ey, das muss doch irgendwann noch fallen. Und deswegen, das hat dann so ein bisschen überwogen, aber unterm Strich absolut gerade zufriedenstellend und ja, entspannt. Also wir können so ein bisschen träumen, wenn wir da gerade Bock drauf haben, aber nach unten mache ich mir aktuell wirklich keine Sorgen und das gefällt mir ganz gut. Tim, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich würde ins gleiche Horn blasen. Also ich muss auch sagen, ich war vielleicht ein bisschen pessimistischer, gerade vor diesen drei Spielen. Ich dachte mir, okay, in Düsseldorf kannst du baden gehen, gegen Paderborn kannst du baden gehen, gegen den VfB erst recht und dann auch noch gegen Magdeburg. Kannst du jedes Mal richtig, richtig auf die Mütze kriegen. Haben wir nicht. Und deswegen, ja, doch sehr, sehr überrascht, aber auch einfach froh. Also, dass man Klopf auf Holz, aber wahrscheinlich diesem ganzen Abstiegsgeschichte vorerst erstmal, ja, entflohen ist. Ja, absolut. Also wenn wir die Spiele davor nochmal betrachten, wir haben gegen Elversberg 1-0 verloren, gegen Regensburg ein biederes 0-0, gegen den HSV unentschieden gespielt, gegen 96 verloren, Hertha verloren. Also die Stimmung auf dem Berg, die war deutlich angespannt, als sie jetzt im Vergleich dazu irgendwie heute ist. Also ich würde sagen, Markus Anfang, der hat auf jeden Fall für sich seinen Job etwas gesichert, wenn ich mir die letzten Partien so angucke. Und das nicht nur von den Ergebnissen, sondern glaube ich auch von dem Auftritt, wie die Mannschaft sich präsentiert hat. Oder wie seht ihr im Prinzip so das Leben der Mannschaft in den letzten Wochen? Also ich muss sagen, ich habe Daniel Hanslick nach dem Spiel gegen Magdeburg gehört. Der hat gemeint, dass es auf jeden Fall besser läuft in Abläufen. Man merkt, dass die einfach ein bisschen mehr Spielpraxis miteinander sammeln. Und es entsteht auf jeden Fall was. Ich glaube, das ist was man zusammenfassen kann. Du hast ja einfach auch echt viel Verletzungssorgen gehabt, immer noch, hast du immer noch. Und trotzdem stehst du gut da und jetzt kann es ja eigentlich echt nur noch besser werden. Also es wird, man merkt, der Prozess schreitet voran und wer hätte gedacht, aber so ein Prozess braucht einfach Zeit. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass so ein bisschen Spielglück auch zurückkam. Das hat mit Paderborn, finde ich, schon so ein bisschen angefangen. Also das ist kein Spiel, dass du 3-0 gewinnen musst. Und in Düsseldorf ging es ja eigentlich auch so weiter. Also da haben wir zwar ein super Spiel gemacht, gerade dafür, dass es auswärts war beim Tabellenführer. Aber da lief ja auch schon einiges irgendwie in unsere Richtung. Also ich nehme da jetzt mal exemplarisch das Tor von Ache. Der muss auch nicht immer so reingehen. Der war tatsächlich gar nicht so einfach, glaube ich, zu halten, wie er vielleicht aussah, weil der Torwart eben im Rückwärtslaufen war. Aber er sieht eben doch ein bisschen doof aus dabei. Und das war dann schon auch ein Spiel, in dem dann so ein bisschen Spielglück zurückkam. Aber das war auch was die Mannschaft sich total erarbeitet hat und was jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen ist. Also dementsprechend auch jetzt kein unverdienter Sieg, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe das Spiel nicht so intensiv verfolgt wie du, Philipp, weil du warst ja vor Ort, oder? Genau, richtig. Ich habe Karten ergattern können. In der letzten Saison, da hat es leider nicht geklappt. Da gab es noch dieses Fortuna für alle. Da war das Stadion auch noch ausverkauft. Kaum kosten die Tickets mal was. ist das mit der Stadionauslastung an einem Samstagabend in Düsseldorf doch etwas schwieriger. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Fortuna als Tabellenführer in das Spiel ging und nach dem Spiel trotzdem noch Tabellenführer war, weil die anderen mitgespielt haben. Ja, also absolutes Highlight. Für mich das erste Mal diese Saison Betze live, FCK live, nicht
auf dem Betze leider, aber trotzdem grandioses Auswärtsspiel. Ich habe im Nachgang noch die Highlights im SWR gesehen, auf YouTube. Das mache ich immer ganz gerne, wenn ich im Stadion war, da hat man dann doch nochmal einen anderen Eindruck. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so Panne aussah mit Carsten Meier, wie du es schon angesprochen hast, das Tor. Weil im Stadion habe ich gedacht, der, keine Ahnung, ob der zu lang am Novoline-Automaten saß oder ob er dann einen Schein getippt hat. Das sah so aus, als wollte er den reinlassen. In der Wiederholung habe ich das auch gesehen. Der war gar nicht so leicht. Aber grandioser Abend, kann man nicht sagen. Zufälligerweise genau ein Jahr später, nach dem 4:3 Flaschenwurf, der SWR hat es als Rache für Ache bezeichnet. Der liegt aber auch auf der Straße, den musst du irgendwie machen, ne? Ja. Schon. Also nach diesem Flaschenwurf gegen den Kopf, nach einer 3-0-Führung 4:3 verloren. Jetzt hat Fortuna mehrfach geführt, wir haben das Spiel aber trotzdem über die Runden gebracht. Also mega geiles Erlebnis unterm Strich, oder? Tim, du hast es auch gesehen? Ich habe tatsächlich die zweite Halbzeit nur gesehen. Das hat aber auch eigentlich komplett ausgereicht für meinen Seelenfrieden. Noch zu der Geschichte mit der Rache für Ache. Ich muss festhalten, die Fortuna war Tabellenführer. Seitdem haben die zwei Spiele nicht gewonnen. Das gleiche ist im FCK passiert. Also wenn irgendwer noch Geld verdienen will, dann würde ich jetzt Pokalfinale Düsseldorf tippen. Die sind noch drin, oder? Im Pokal. Ja, und eine weitere Parallele, die wir ja auch noch haben, ist, dass diesmal deren Stürmer mit Kopfverletzung ausgewechselt werden musste, weil Kral Kovnatski einfach auf die Fresse gehauen hat quasi. Und das ist auch eine weitere Parallele, die wir da noch haben. Also es, ja, Geschichte wiederholt sich scheinbar. Und Geschichten, die nur der Fußball schreibt auch natürlich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Da muss man aber genau, auch. In der besten zweiten Liga aller Zeiten. Genau. Da muss man aber auch viel über Julian Kral reden, der, glaube ich, im Paderborn-Spiel einfach mal seine schon so ein bisschen vorgetastet hat. Okay, wie stark kann ich einmal auf die Mütze hauen, bevor es einen Elfmeter gibt? Und dann halt in Düsseldorf wortwörtlich zugeschlagen hat. Ja. Und dann, also das hat er sich angedeutet. Gegen Paderborn gab es, glaube ich, eine ähnliche Szene, wo er versucht den Ball zu verhäusen, trifft halt den Spieler. Und ja, irgendwann muss es halt dann mal Elfmeter geben und verständlich. Um das Ganze mal chronologisch aufzuarbeiten, bevor es zu diesem Elfmeter kommt, gehen wir nämlich erst in Führung nach einem grandiosen Vorstoß, den ich bis dato noch nie von Jan Elvedi gesehen habe, der mal in der gegnerischen Hälfte den Ball auf den rechten Flügel verteilt. Halt wirklich noch nie, ne? Habe ich noch nie gesehen. Gar nicht. Also, dass da ein Tor bei rumgekommen ist, hat mich umso mehr gefreut. Jokota kommt dann über den rechten Flügel, lässt einen Gegenspieler dann aussteigen und bringt die Flanke auf den ersten Pfosten, wo unser Man of the Match steht. Hanslick zum 1:0. Und ja, da explodierte der Auswärtsblock. Leider kein Pyro, aber trotzdem war die Stimmung natürlich grandios. Aber wollen wir jetzt hier schon damit anfangen oder warten wir bis später? Weil ich sag's euch ehrlich, Männer. Daisuke Yokota, was ein Typ. Ja. Wirklich, was ein Kicker. Absurd. Also, was der nicht nur in diesem Düsseldorf-Spiel gezeigt hat, sondern später auch in den nächsten Spielen, ich glaube, da können wir auf jeden Fall nochmal detaillierter später eingehen, aber also diese Lobeshymnen kann man, glaube ich, nicht oft genug anbringen. Das ist ein krasser Baller. Also diese Dribblings. Das macht wirklich Zucker. So Spaß, wirklich dem geil. Zuzuschauen. Ich habe mich da auch zuletzt schon gefragt, wann hatten wir denn das letzte Mal so einen guten Fußballer in unseren Reihen? Also da kannst du die ganze Drittliga-Zeit ja irgendwie ausklammern. Und ich bin dann irgendwie bei der 2014-15er Saison gelandet, dass du irgendwie über Armin Younes, Demirbay oder so was reden kannst. Aber was ein Kicker, wirklich. Witzig, ich habe an Sydney Sam immer gedacht, aber das ist länger her. Ja, das ist ein bisschen länger her, aber auch ein sehr, sehr guter Call, würde ich sagen. Also ich finde, du disrespektest gerade Manon Ritter, aber sowas von. Das ist ja eigentlich dem sein. Also der wischt ja, also gut, wischt vielleicht nicht den Boden, aber... Nee, das auf jeden Fall nicht. Der hat aber auch schon seine Aktionen gehabt. Oder hast du dieses 50-Meter-Tor gegen Freiburg vergessen? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine andere Art von Technik. Dieses Tor bei Havelse in Hannover, die beste Ballmitnahme, die ich tatsächlich jemals, glaube ich, gesehen habe von irgendeinem Fußballer im Lautern-Trikot. Fair. Stimmt. Ah, mit der Hacke, ja. Ja, aber Marlon halt auch nicht so der klassische Flügelzocker, der ständig das 1 gegen 1 sucht. Der hat irgendwie seine genialen Momente, aber bei Yokota hast du das ja einfach ständig, weil er ja dauernd auch ins Dribbling reingeht. Und Gott, hat das viel Spaß gemacht. Also das ging mit dem Düsseldorf-Spiel spätestens los. Man hat vorher schon so Ansätze gesehen. Das macht einfach nur Freude. Und wenn dann so ein Opoku hoffentlich bald mal dauerhaft wieder fit ist, dann hast du
die drei da vorne, also Ache, Opoku, Yokota, die können halt alle drei richtig zocken. Lass ja Marlon auch noch mal wieder fit werden. Da haben wir da richtig Qualität da vorne. Und das ist ja aber auch das, was wir eigentlich auch Anfang der Saison schon festgestellt haben. Der Sturm ist eigentlich gar nicht so das Problem, sondern wir hatten eher Defensivprobleme. Das hat sich so langsam so ein bisschen gefangen, hatte ich den Eindruck zuletzt. Mhm. Weil wir auch den Spielstil ein bisschen verändert hatten teilweise. Können wir auch später vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber nach vorne müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen in dieser Saison. Da haben wir genug Qualität auf jeden Fall. Ja, du sprichst es an. Also vielleicht die perfekte Überleitung, um mit dem Spiel weiterzumachen, weil ihr habt es schon erwähnt, der Knockout in der 33. Minute an Kovnatski. Der musste verletzt raus. Kral nach einer Flanke, ja, ich weiß nicht, hat er sich verschätzt oder ist er da einfach nur falsch positioniert? Auf jeden Fall trifft er anstatt dem Ball den Kovnatski am Kopf. Der muss dann halt später auch raus, kann nicht mehr weiterspielen und es gibt verdient, absolut verdient einen Elfmeter, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, den Johannesson dann zum 1-0 einschiebt und dann gehen wir mit 1-1 in die Halbzeit gegen eine Fortuna, die uns bis dahin immer wieder gefährlich wird, wir aber irgendwie das Tor auch verhindern können. Also ich glaube, so richtig spannend wird es dann erst in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, die Stimmung im Block, so habe ich das jetzt von den Kumpels mitgenommen, die da waren, die haben gesagt, ja, also wenn wir hier mit einem Punkt rausgehen, absolut happy und würde ich sofort unterschreiben. Kaum sind 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit, steht schon 2-1 für die Fortuna und ich dachte, jetzt kann es richtig böse werden, wenn wir diesen Start verschlafen und uns das zweite, wenn nicht sogar dritte Gegentor fangen. Habt ihr das Tor gesehen? Das 2-1, Tim, wenn du in der zweiten Halbzeit dabei warst, so ein Schlenzer ins lange Eck, Thomas sagt schon, yo. Ja, macht er überragend. Der Van Brederode heißt er, glaube ich. Da sieht Zimmer erstmal wieder so ein bisschen schwach aus, aber ich sag ehrlich, ich glaube, das verteidigen nicht viele viel besser, weil dieser Move einfach genial war. Also wie eng da der Ball am Fuß ist, das ist eine sehr, sehr gute Bewegung vom Niederländer, glaube ich. Und das ist auch echt nicht einfach zu verteidigen. Du kannst ja auch nicht zu früh die Mitte irgendwie zumachen, weil sonst geht er halt links vorbei und spielt ihn irgendwie dann auf Vermey. Also der ist nicht so einfach zu verteidigen, den macht er einfach verdammt gut. Und ab dem Punkt, keine Ahnung, ne? Wie wahrscheinlich war es, dass du innerhalb von einer Viertelstunde dann 4-2 führst, ne? Also das kam dann auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen, ne? Vor allem dadurch, dass ja auch gerade dann eine Minute vor dem Ausgleich es ja noch den Pfostentreffer gab. Also das hätte auch wirklich, und das ist auch das, was ich mit Spielglück vorhin meinte, es hätte wirklich auch einfach in die andere Richtung kippen können. Wenn Düsseldorf das 3-1 macht, müssen die auch gar nicht mehr so viel nach vorne machen, können das Ganze besser verwalten. Auch wir müssen dann erstmal so von der Moral her, vom Aufwand her, von der Kraft her das aufbringen, da nochmal zurückzukommen. Und das war, glaube ich, so diese entscheidende Minute für das ganze Spiel. Ob es jetzt 3-1 steht oder dann doch 2-2. Und da sind wir wieder bei Yokota, der da japanischer Arjen Robben auf einmal ist und das Ding unfassbar geil in den Winkel knallt. Und ich glaube, das war so die entscheidende Sequenz im Spiel für den weiteren Verlauf auch. Hundertprozentig. Also ganz kurz noch zu dem 2-1 Gegentreffer von dem Van Brederode. Der kommt über den linken Flügel, über unseren rechten und schließt dann auch mit rechts ab ins lange Eck. Und dann ist der natürliche Lauf so, dass er am Tor vorbeiläuft, jubelt und natürlich voll auf den Gästeblock zurennt. Und da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für die Leute, die sich, nicht für die Leute, sondern für die Düsseldorf Fans, und zwar gegen die FCK-Fans, die sich da so beschwert haben, was für Idioten da sind und Flaschen werfen. Natürlich sind das Idioten, aber die gab es genauso auch bei uns. Ich will nicht wissen, wie viele Becher da auf diesen Van Brederode geflogen sind, dass da keiner getroffen wurde. Ich glaube, einer der Düsseldorf-Spieler hat dann noch einen Becher aufgenommen, hat es dem Schiedsrichter gegeben, der das dann auch einfach nur zur Seite geworfen hat. Es wurde niemand getroffen, Gott sei Dank. Aber solche Idioten gibt es überall. Das will ich nur noch mal klarstellen. Ich finde es auch immer wieder absurd, wie wenig sich da, und das sind ja meistens auch einfach erwachsene Männer, wie wenig die sich da im Griff haben. Ne? Also da wird wirklich alles irgendwie zu Hause gelassen, was man irgendwie so an guten Tugenden hat. Und teilweise stehen dann die eigenen Kinder nebendran und dann, also das ganze Gepöbel, da fängt es ja schon an, das gehört ja im gewissen Rahmen auch dazu. Aber wenn ich irgendwie auf einmal Becher oder Flaschen oder Feuerzeug auf irgendwen werfe oder, keine Ahnung, Münzen oder so, das ist halt literally gefährlich. Und ich finde es wirklich crazy, dass das halt in so einer Menge geschieht, ne? Dass du vielleicht mal einen Idioten dabei hast, okay, aber das ist ja fast schon Tradition ist zu viel gesagt, ne? Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist schon ziemlich absurd, finde ich. Und ja auch saumäßig dumm einfach, weil du, also überleg mal, was passiert im besten Fall? Im besten Fall triffst du da keinen und hast halt keinen Becherpfand. Und im schlimmsten Fall verletzt du da einen Spieler und, also das Stadion ist ja kein rechtsfreier Raum. Die werden da auch mit Videoüberwachung arbeiten und im dümmsten Fall wirst du da halt ganz schnell rausgezogen und dann kriegst du eine Anzeige wegen Körperverletzung. Und ich glaube nicht, dass, keine Ahnung, dass jetzt ein Daniel Hanslick sagt, ja, weil die hier mit besseren Bechern schmeißen, laufe ich nochmal 5 km/h schneller. Also es ist ja wirklich schwachsinnig.
Also da kann man nur von Glück reden, dass es nochmal gut gegangen ist und niemand verletzt wurde. Und dann als nächste Situation, du hast es schon gesagt, dieser Pfostentreffer, 57. Minute, Thomas. Spielglück einfach auf unserer Seite und dann macht es Zimmer meiner Meinung nach auch richtig stark, der den Ball mitnimmt und nach vorne trägt. Ich habe im Block kurzzeitig schon abgewunken, weil ich gesehen habe, dass der Gegenspieler direkt in den Zweikampf kommt, aber Zimmer einfach mit dem größeren Willen setzt sich durch, behauptet den Ball und geht mit Vollspeed Richtung Fortuna-Tor, legt ihn dann auf den rechten Flügel und Yokota, du hast es schon gesagt, Arjen-Robben-Manier, oder? Ja, auf jeden Fall. Geniales Tor. Also jeder, der irgendwie die letzten 15 Jahre ein bisschen Fußball geschaut hat, der fühlt sich direkt an Robben erinnert. Das ist der klassische Robben-Wurf und das war ja auch das Faszinierende bei Robben. Jeder wusste, dass er das macht, aber wenn du das mit dem richtigen Tempo machst und mit den, sag ich mal, mit der richtigen Raffinesse und der perfekten Ballführung vor allem, da ist es auch wirklich kaum zu verteidigen. Keine Chance. Ja, ich fand es irgendwie total cool. Yokota, der hat ja, bevor er in Belgien gespielt hat, auch in Polen gespielt. Und sein Mannschaftskollege, sein ehemaliger Mannschaftskollege, hat das Tor natürlich gerepostet auf Instagram. Das war ein gewisser Lukas Podolski. Ja. Fand ich auch ganz, ganz sweet. Ja, die Schusstechnik hat er vielleicht von ihm mitgenommen, weil den Abschluss hätte Poldi, glaube ich, auch so gemacht. Stimmt, auch mit links, ne? Eigentlich untypisch, ne? Für so einen kleinen, wuseligen Spieler, dass da so viel Power im Bein ist, sieht man auch nicht so häufig, ne? Also hätte ich dem gar nicht zugetraut, dass da so viel Kraft hintersteckt. Macht er überragend. Ja. Dann die besagte Szene, Ache nach einer Balleroberung von Hanslik, Fortuna irgendwie im Spielaufbau etwas zu träge oder übersehen, da dass Hansi aus dem Rücken sich ranschleicht, der geht in den Zweikampf und der Ball springt zu Ache, der, glaube ich, gar nicht großartig überlegt, sondern erstmal Richtung Tor sprintet und weiß, okay, so wirklich Unterstützung kommt da nicht. Keeper ist weit draußen. Hat er dann später im Nachgang auch im Interview gesagt, dass das so eine Sache war, auf die das Trainerteam hingewiesen hat, dass der Kastenmeier doch immer relativ weit vor dem Tor steht und die häufiger mal einen Abschluss wagen sollen. Ich glaube nicht, dass das so der Plan war, den Ball so zu treffen. Thomas, du hast es gesagt, ne? Eigentlich haltbar, sah haltbar aus, dreht sich im letzten Moment noch so ein kleines bisschen weg. Ich glaube, das Trainerteam meinte, haut den ruhig mal rüber, à la Marlon Ritter gegen Freiburg im Pokal. Aber gut, wenn der Ball hinten zappelt, stört's nicht. Und ja, auf einmal führen wir 3-2. Ja, und dann ging es ja auch direkt weiter mit dem nächsten Tor an. Also auch das, bisschen Spielglück. Natürlich super, dass wir da so gut bei Standard sind, aber fällt dann auch einfach zum richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Also auch fürs Team dann wichtig, um weitere Ruhe nochmal reinzubringen. Ich glaube, die Flanke kam dann von Kleinhansel, der sich finde ich, in den letzten Wochen sehr gemacht hat. Mir hat er auch, um das kurz vorwegzugreifen, gegen Magdeburg herausragend gut gefallen und hat jetzt dann doch Weckesser so peu à peu ein bisschen den Rang abgelaufen. Und in die Reihe passt vielleicht noch ein anderer Spieler rein, der am Anfang der Saison gar nicht so funktioniert hat oder auch gar kaum eine Chance bekommen hat, ist natürlich Luka Ziyech. Finde ich echt erstaunlich, wie jetzt da so zwei Spieler, die man am Anfang der Saison einfach gar nicht gesehen hat, so absolut tragende Rollen einnehmen. Und gerade Ziyech hat mich auch in einem Spiel, über das wir gleich noch sprechen, aber auch in Stuttgart richtig überzeugt, wo ich mir dachte, das ist dann vielleicht auch einer, der so ein bisschen das Sechser-Problem lösen kann. Aktuell spielen wir es ja gar nicht mit der klassischen Sechs, das ist auch erstmal gerade okay so. Aber dann doch von 0 auf 100 und ähnlich sehe ich es auch dann bei Kleinhansel, der hier das Tor von Hanslik vorbereitet hat. Warst du bei ihm überrascht? Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand, es war einfach langfällig. Bei Kleinhansel jetzt, meinst du? Genau, weil ich dachte eigentlich, weil als Lautern den verpflichtet hat, als da diese Nachricht reinkam, dachte ich mir, ey geil, der passt voll gut zu uns. In der Recherche zu ihm war, glaube ich, einer, der die meisten Flanken geschlagen hat letzte Saison in der zweiten Liga. Also für das System, was ich dachte, was man davor gespielt hat, lange Bälle auf Ache, eigentlich perfekt. Dazu war der bestimmt nicht nur bei uns auf dem Zettel, sondern auch bei vielen anderen Vereinen. Und dass du dich da durchsetzt, zeugt ja schon davon, dass du da in einen Spieler viel investierst. Und ich dachte mir, okay, eigentlich ist es überfällig, dass der Stamm-Linksverteidiger ist. Ja, also ich war auch nicht überrascht, dass er das kann. Ich war eher andersrum überrascht, dass er es am Anfang der Saison nicht auf den Platz bekommt. Hat, beziehungsweise er hat ja auch nicht so die Spielzeit bekommen. Also Kleinhansel war schon die letzten zwei Jahre dritte Liga und dann auch zweite Liga bei Osnabrück. War schon ein Spieler, der auch einfach, weil er noch relativ jung ist, dann schon bei vielen so ein bisschen auf dem Radar war, weil er auch defensiv einfach gute Stats hatte und da seine Seite immer ganz gut zugemacht hat. Und dadurch, dass er auch offensiv ganz ordentlich ist, flexibler Spieler, den kannst du dann sowohl mit Vierer- als auch mit Fünferkette einfach beliebig hinsetzen. Ich hätte nicht mal Bauchschmerzen, wenn er so ein bisschen halblinke Dreierkette ein bisschen mehr im Spielaufbau machen soll, weil das Passspiel ist auch super sauber. Also fand ich im Sommer schon einen super Transfer und ja,
langsam sieht man auch so ein bisschen, wieso wir ihn geholt haben. Und ich finde es immer charmant, wenn Spieler jetzt nicht unbedingt mit dem großen Namen kommen, sondern wenn ein Spieler kommt, der vorher bei Osnabrück gespielt hat oder wie Sierch noch geiler vorher in der Regio bei Lok gespielt hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Zweitligist mal einen Spieler von Lok Leipzig verpflichtet hat. Der hat da ja auch überragende Statistiken aufgewiesen. Ich glaube, das könnt ihr vielleicht sogar besser beurteilen als ich, aber der war ja immer irgendwas zwischen Innenverteidiger, Sechser, zentralem Mittelfeld, manchmal auch als Zehner gespielt. Also Sierch hat ja im Prinzip die ganze zentrale Achse immer wieder bedient und hat da, also ich glaube, zweistellige Vorlagenwerte oder Torbeteiligungen zumindest aufgelegt, ne? Genau, also er hatte letzte Saison, und du hast ja schon gesagt, er hat da gefühlt alle Positionen gespielt und dabei auch viel defensiv eigentlich, 13-5, also 13 Tore, 5 Vorlagen, was schon echt sehr stabil war, dafür, dass es gar nicht so seine Kernaufgabe ist. Und ich finde, bisher hat er auch gezeigt, dass er auch defensiv recht solide agiert und dafür, dass er gerade seine ersten Minuten in der zweiten Liga erst gesehen hat, lässt sich das schon ganz gut an. Ich bin immer so ein bisschen überrascht, dass er schon 25 ist. Das ist echt ein relativ später Schritt eigentlich, auch mal in eine Profiliga rein. Hat bis dahin eigentlich immer nur Regionalliga gespielt, ob jetzt in Bayern oder im Osten. Ich meine, wir haben jetzt bisher von ihm, ich habe es gerade vor mir, auch erst 5 Spiele gesehen. Aber ich bin mir sicher, dass da noch ein paar dazukommen werden. Ja, ich glaube, solche Spieler bestätigen einfach das, was ich finde, so ein bisschen in, also generell fußballtechnisch so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also ich habe das Gefühl, dass einfach Spieler, die bis, sagen wir mal, 22 nicht zünden, direkt, okay, passt. Der kann eigentlich gar nichts. Und ich finde es dann echt schön, dass es immer wieder so Spieler gibt, wie jetzt so ein Lukas Sierch, der mit 25 noch einen großen Schritt macht. Auch ein Marlon Ritter beim FCK, der, wo man sagt ja eigentlich, okay, dritte Liga ist das Beste, das Höchste, was er spielen kann. Mittlerweile spielt er gut Zweitliga und das konstant, mehr oder weniger. Und auch so ein Cousins zum Beispiel bei Hertha, den man auch komplett abgeschrieben hatte, eigentlich, der jetzt die zweite Liga komplett auseinander nimmt. Ich finde das immer schön, weil das Fußballgeschäft vielleicht nicht ganz so schnelllebig wird, dass man halt jeden, der mit 20 nicht Europameister ist, direkt als absolut gescheites Talent abcancelt. Absolut. Kannst du ja im Prinzip auch für die Nationalmannschaft genauso fortführen, ne? So ein Füllkrug, der hat zwar auch sich stetig verbessert, der hat nicht auf einem ganz so in Anführungszeichen niedrigen Niveau, das ist immer noch ein echt super Niveau, wo die Jungs spielen, aber der hat ja auch erst seine Nationalmannschaftskarriere begonnen. Da hätten manche andere sich das niemals mehr erträumen lassen. Also von daher ist das, glaube ich, eine schöne Entwicklung, dass man nicht immer nur die 16-Jährigen in die Startelf wirft, sondern dass es auch manchmal etwas später passiert, was ja durch die Körperentwicklung wahrscheinlich auch ganz normal ist. Beim Düsseldorf-Spiel können wir wahrscheinlich auch einen Haken hintermachen. Da passiert bis auf den 4:3 Anschlusstreffer nicht mehr wirklich was. Wir haben 1, 2, 3 Torchancen, wo Düsseldorf nochmal gefährlich vors Tor kommt. Aber ja, Thomas, das Spielglück, das war auf unserer Seite. Ich muss sagen, im Block hat man so ein bisschen nach diesem 4:3 Anschlusstreffer für so eine halbe Minute in so ein paar fragende Gesichter geguckt. Da dachten alle, ey, ereilt uns dasselbe Schicksal. Also nicht, dass die das Spiel jetzt nochmal drehen, aber ich glaube, es war noch eine Minute oder 1,5 Minuten zu spielen nach diesem Anschlusstreffer. Und so ganz kurz hat man gezittert. Das war irgendwie ein bisschen unnötig, weil du mit 2 Toren geführt hast, aber ja gut. Ja, auf jeden Fall. Das war so ein klassischer Moment, kann ich vielleicht kurz erzählen. Ich war da auf einer Party bei einem Freund zu Hause, da waren auch viele Leute dann da, das Spiel lief, aber da waren auch viele Leute, die mit Fußball gar nichts anfangen können. Und von einem Moment auf den anderen mit diesem 4:3, da waren nur noch 1,5 Minuten, war ich so richtig wie angezündet und bin dann so 1,5 Minuten lang bis zum Abpfiff nur noch rumgetigert, habe mir die ganze Zeit einen Kopf gefasst, obwohl gar nichts passiert ist. Also es gab ja auch keine Chance mehr. Es gab dann irgendwie Einwürfe 80 Meter vom Tor weg oder so. Und da waren ein paar Leute so völlig verwirrt, was gerade da passiert, weil sie sich denken, hä, es passiert doch auch wirklich gerade gar nichts. Und da kam ja ganz klassisch so total irrationale Angst irgendwie dazu. Und war dann für den Jubel zum Schluss irgendwie sogar geiler, dass man es dann irgendwie gewonnen hat, weil dann so die Erleichterung krasser ist, wenn man halt nur mit einem Torunterschied gewinnt. Aber ja, beim nächsten Mal gerne auch entspannter mit 2 Toren, das ist schon in Ordnung. Ja, voll. Dann nach diesem hochverdienten 4:3-Sieg gegen den Tabellenführer hatten wir mal wieder Pokal. Und Pokal, ja, aus der letzten Saison haben wir ja die allerbesten Erinnerungen gegen unsere Freunde aus Stuttgart, gegen eine Mannschaft, die auf dem Papier mindestens eine, wenn nicht sogar 2 Klassen über uns ist. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Todesentspannt, weil ich habe mir gar keine Hoffnungen gemacht. Ich habe dieses Jahr ein paar Spiele von Stuttgart gesehen, die haben zwar ein paar Punkte liegen lassen hier und da, aber ich habe gesehen, wie die Real Madrid phasenweise an die Wand gespielt haben. Die haben bei Juventus Turin hochverdient gewonnen und da dachte ich mir, wenn die auch nur die Hälfte der Stammspieler auf den Platz bringen, und das war ungefähr auch der Fall, wobei, jetzt habe ich es gerade vor mir, das stimmt nicht mal, aber trotzdem noch viel Qualität drin mit Karasor oder mit Führich, mit Demirovic, dachte ich mir, wir haben da eigentlich keine Chance. Und
dann auf einmal in der Halbzeit war ich so total euphorisiert. Hinten raus war es natürlich verdient, aber ich war überwiegend stolz. Ich glaube, das war so das Gefühl nach Abpfiff in erster Linie, dass ich mir dachte, ey, wir haben uns jetzt hier nicht blamiert, sondern wirklich alles rausgehauen, phasenweise mitgehalten. Du hast aber natürlich auch gesehen, wann war das, Minute 60 bis 75, da konnten wir uns ja gar nicht mehr befreien. Also wir hatten ja wirklich gar keine Idee mehr, wie wir mal nicht den Ball verlieren, weil dieses Gegenpressing so genial gut war. Aber unterm Strich war, glaube ich, auch für alle so, dass man einfach auch echt zufrieden war, wie man da aufgetreten ist, und man hat da mehr Positives als Negatives mit rausgenommen, glaube ich. Ich muss ehrlich sagen, war nach dem Spiel direkt noch ein bisschen arg ernüchtert, weil ich einfach, ja, also es ist einfach egal, gegen wen du spielst, wenn du so knapp dran bist, denkst du dir immer, irgendwie könnte ja mal einer reinfallen, vor allem, weil wir die Chancen hatten, aber da können wir gleich noch genauer drauf eingehen. Und trotzdem, also was mich besonders positiv gestimmt hat, war, dass, also es gab 3-4 Aktionen, wo Lautern wirklich, wirklich gut den Ball hinten rausspielt. Das gegen den VfB, und das ist wahrscheinlich eine der Top 3, wenn nicht sogar die beste Pressing-Mannschaft der Liga. Also wie die arbeiten gegen den Ball ist Wahnsinn. Und wie du dich da trotzdem spielerisch teilweise befreist, war schon richtig, richtig stark. Aber als sie dann, wie du gesagt hast, Thomas, als sie dann ab der 60. Minute mal kurz ernst machen und dann 3 Nationalspieler oder 2 Nationalspieler einwechseln, dann hast du halt gesehen, okay, die wollen dann keine Chance. Das finde ich aber auch wieder spannend, weil mir ist das auch aufgefallen. Ich glaube, es war gerade in der ersten Halbzeit, dass wir uns da ein paar Mal sehr, sehr gut befreit haben, spielerisch wirklich auch aus der Kette raus über die Innenverteidiger. Und ich weiß nicht, liegt das dann an der höheren Anspannung, die du hast in so einem Spiel gegen so ein Top-Team? Weil wenn du diese Aufbauspielsqualität dann auch mal gegen Regensburg oder Elversberg so auf den Platz bringen würdest, also ich will es jetzt hier gar nicht so negativ framen, aber da sieht man dann schon, das war vielleicht so das Limit, an das sie gehen können. Vielleicht geht das auch einfach nur in Ausnahmespielen, wie jetzt auch im Mai im Finale in Berlin. Aber das könnten wir gerne konsequenter und häufiger so gut hinten rausspielen, weil das sah phasenweise richtig, richtig gut aus. Ja, zum Teil finde ich. Also ich weiß nicht, wie man es rechtfertigen will. Also ich fand halt, Elvedi hat, finde ich, sehr, sehr stark gespielt, vor allem mit Ball. Das hat geholfen. Ich glaube, dass dir auch hilft, wenn der VfB hat ja auch ordentlich durchrotiert. Also ich fand zum Beispiel den Kretzig von denen auf der 6 teilweise ein bisschen wild. Also da hast du einfach gemerkt, dass da vielleicht nicht ganz so die Spielpraxis da ist. Ich glaube, Woltemade hat auch eins seiner wenigen Pflichtspiele gemacht bisher für den VfB. Vielleicht sind auch da die Abläufe nicht ganz so gut, aber klar, die werden trotzdem, einbeinig besser anlaufen als Regensburg. Aber Regensburg läuft halt auch gar nicht an. Also die sind wirklich halt gar nicht angelaufen, Haben sich halt hinter der Mittellinie versteckt. Und das ist halt dann, ja, dass es hin und wieder mal gut geht, ist ja in Ordnung. Die Kunst ist natürlich dann, das über 70, 80 Minuten konstant zu liefern. Ich glaube, dann wird es dann eben schwierig. Eine Sache würde ich gerne rauspicken, auch gerade dich, Philipp, fragen. Wie fandest du das Mismatch Chris Führig gegen Sean Zimmer? Ich dachte am Anfang, Junge, der wird Bahn geschickt. Also das war wirklich unfassbar unfair. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel über die Sportschau-Radio-App gehört, weil ich keine Sky-Bundesliga habe oder dieses Premium-Paket da. Und da hieß es auch immer wieder, Führig kommt durch, Zimmer ohne Chance. Ich habe mir das Spiel dann natürlich nochmal in der Zusammenfassung angeguckt. Und ja, das ist schon, also fußballerisch, wenn man sich mal die Technik der beiden Spieler direkt anguckt, du vergleichst da Äpfel mit Birnen, kannst du nicht vergleichen. Trotzdem finde ich, da nehme ich Zimmer rein, da nehme ich auch die ganze Mannschaft mit rein, wie ihr das schon gesagt habt, dieser kämpferische Einsatz, trotzdem irgendwie dieses Spiel nicht herschenken zu wollen, obwohl der gegnerische Spieler wahrscheinlich einen 10-mal so hohen Marktwert hat wie man selber, das hat mir einfach imponiert. Und ich glaube, insgesamt sowohl auf Stuttgarter Seite als auch auf Lauterer Seite waren beide Seiten happy. Natürlich, klar, der VfB ist weitergekommen, aber die waren auch, glaube ich, zufrieden, meine Mannschaft zu sehen, die auf dem Platz mithält, aber auch auf den Rängen mithält. Ich glaube, da hatten die FCK-Fans sehr, sehr viel Lob mitbekommen. Über 90 Minuten so einen Support zu liefern, das war grandios. Also das ist auch den Stuttgartern positiv in Erinnerung geblieben. Ja, das habe ich auch ein paar Mal gelesen auf jeden Fall, dass das so mit der beste Auswärtssupport seit langer Zeit war. Natürlich sagen sie das tendenziell eher, weil sie uns ja scheinbar auch ein bisschen mögen, aber ich glaube, da wird auch schon ein bisschen was dran gewesen sein. Wir wissen ja mittlerweile selbst, wie laut wir auch auswärts sein können. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch sehr viel Positives gelesen. Ich meine, um nochmal kurz auf Zimmer zurückzukommen, ich glaube, da kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Also wäre das jetzt ein Spieler, der eher übers Tempo kommt, dann wäre, glaube ich, da Zimmer eher ein guter Verteidiger für gewesen, weil er eben diese Physis teilweise schon matchen kann. Aber 1-gegen-1 auf dem Flügel, vor allem gegen Chris Führig. Also ich glaube, es gibt keine 3 besseren 1-gegen-1-Spieler auf dem Flügel in Deutschland. Das sieht jeder alt aus. Ich hätte ein bisschen auf Almami Touré gehofft, weil ich das Gefühl hätte, das wäre ein gutes Match
Match gewesen, aber der war ja leider verletzt. Und ja, trotzdem war ja eigentlich über lange Strecken noch eigentlich alles drin. Absolut. Also da hatten wir dann wahrscheinlich wieder mal dieses Spielglück, dass wir da durch einen Elfmeter, der so eigentlich gar nicht gepfiffen werden dürfte, uns irgendwie über Wasser halten, mit einem 1:1 in die Halbzeit gehen. Da habe ich schon gedacht, ey, was passiert jetzt die nächste Pokalsensation? Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass da was gehen könnte. Wurde dann aber in der zweiten Halbzeit doch recht schnell wieder eines Besseren belehrt, dass man das einfach nicht über die Strecke mitgehen kann. Ne? Darf ich da mal kurz zwischendurch ein kleines Plädoyer halten? Wie geil ist es bitte ohne Videobeweis? Also jetzt gar nicht mal, weil wir jetzt hier den Elfmeter bekommen haben, sondern einfach nur, weil ich gesehen habe, das ist zwar safe eine Fehlentscheidung, aber ey, den gibt's jetzt halt einfach. Und diese schnelle Gewissheit, dass ein Tor zählt, die schnelle Gewissheit, dass es diesen Elfmeter gibt, ja. Es hat so viel mehr Spaß gemacht. Andersrum, glaube ich, ehrlich gesagt, hätten wir hinten raus, ich glaube, das war Minute 85 oder so, das hat irgendwie keinen so richtig gejuckt, weil sich auch keiner richtig beschwert hat, aber Hanslik hatte nochmal einen Abschluss und direkt nachdem er schießt, steht ihm Chase von Stuttgart komplett auf dem Fuß. Und ich bin mir sicher, dass so ein Ding klar mit Videobeweis hätte, also wäre klar gegeben worden. Also wir hatten in dem Spiel auch eine Situation, wo wir ein bisschen darunter, glaube ich, gelitten haben. Aber einfach so vom rein Emotionalen her und von dieser Möglichkeit, wirklich instant emotional auf irgendwas zu reagieren, es hat so viel mehr Spaß gemacht, wirklich. 100%. Ich muss sagen, da in so einer Situation, gerade bei der Entscheidung, wäre der Videobeweis wahrscheinlich auch wünschenswert gewesen, weil ich da keinen, also ich finde, das Einzige, was du kritisieren kannst, ist vielleicht das Stellungsspiel vom Schiedsrichter, der halt einfach frontal auf diese Szene schaut, also nochmal kurz alle ins Boot. Ritter läuft nach einer Ecke am Strafraumrand, kreuzt den Weg mit dem Stuttgarter und kriegt dann Kontakt, fällt um. Schiedsrichter sagt, war auf der Linie, folglich gibt es Elfmeter und dann gibt es Elfmeter. Aber eigentlich war es außerhalb vom Strafraum, deswegen dürfte es keinen geben. Trotzdem finde ich, der Schiedsrichter schaut es sich von vorne an. Das war so eine enge Entscheidung. Also wenn ich da mir manche Social Media Kommentare angesehen habe, die da irgendeine Verschwörung gespürt haben, weil der Schiedsrichter, ich glaube Schlager war es, aus der Nähe von Karlsruhe kommt. Also da den Leuten ist dann auch nicht mehr zu helfen. Also Entschuldigung, vor allem würde der uns ja genauso hassen, wenn der aus Karlsruhe kommt. Also da wird der ja für beide Elfmeter oder keine Ahnung, kann er nicht beide rausfliegen lassen. Also viele rote Karten verteilen, genau. Das fand ich dann schon echt sehr, 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 sehr wild. Was ich da aber kritisieren will, und da können wir gerne, also ich weiß nicht, inwiefern ihr da einsteigen wollt, da sei ein gutes YouTube-Video erwähnt von Tobias Escher. Ich meine, vielleicht der eine oder andere hat den schon mal gehört. Das ist ein Taktik-Fuchs, wie er im Buche steht. Der hat ein Video gemacht, dass man den Elfmeter abschaffen soll. So ein bisschen provokant bei Bundesliga. Gibt es auf YouTube zu schauen. Und ich fand diese Idee gar nicht schlecht, weil in so einer Situation, ihr müsst euch überlegen, also so ein Elfmeter, was sind das für Expected Goals? Ich glaube 0,78. 0,79, also quasi eine 80%ige Torchance, kriegst du, weil Ritter am Eck vom Strafraum umgelaufen wird. Und das kann ja irgendwie nicht fair sein, weil der verhindert ja keine 80%ige Torchance in dem Moment. Also ich glaube nicht, dass der Elfmeter abgeschafft wird, aber gerade in so einer Situation ist es, glaube ich, ein interessanter Denkanstoß. Ja. Noch krasser hast du das ja bei Handspielen, die in Situationen passieren, aus denen nichts irgendwie auch geschieht. Ich glaube, wenn Ritter hier nicht gefoult wird, kann er das Ding zumindest irgendwo hinflanken oder vielleicht draufziehen aufs Tor direkt. Aber teilweise hast du ja so Handspielsituationen, da weißt du, da passiert gar nichts, da wird kein Tor verhindert, da wird nicht mal eine Torchance verhindert. Und dafür gibt es dann so, wie du sagst, ich glaube, es sind 0,77, 0,76, also schon sehr, sehr viel. Und wenn du einen Spieler drin hast, der da sehr gut ist im Elfmeterschießen, dann ist das halt, also das, was es verursacht und das, was hinten dann bei rumkommt, das steht halt teilweise wirklich in keinem Verhältnis. Aber noch habe ich jetzt auch nicht die Idee, wie man das jetzt besser macht. Außer natürlich beim Handspiel, weil dann könnte man einfach den Videobeweis sein lassen. 100 Pro. Also würde ich auch genauso unterschreiben. Und diesen Spieler, der einfach sehr, sehr gut bei Elfmetern ist, den hatten wir in unseren Reihen. Bobo, macht's wieder mal. Wie findet ihr die Elfmeter von dem? Also er hat ja einfach eine überragende Quote, aber sind die jetzt so grandios stark geschossen? Findet ihr das? Macht das schon relativ locker. Er guckt halt immer aus, oder? Ja. Ist halt immer so ein klassischer Innenverteidiger-Elfmeter, habe ich das Gefühl. Also davor hatten wir ja, glaube ich, Kraus, der auf dem Elfmeter geschossen hat. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ein Innenverteidiger Elfmeter schießt, dann gibt es entweder Winkel oder halt aus dem Stadion. Und solange er Winkel trifft, ist ja alles gut. Ja, aber ich erkenne da schon so einen Unterschied, weil ich hatte den Eindruck, dass Kraus so als Kerl der alten Schule so ganz klassisch immer einfach in Ecke schießen wollte, so wie man es früher in der Kreisliga vielleicht gelernt hat. Und das, was Philipp eben gesagt hat, da ist schon was dran, weil Tomiak versucht wirklich aktuell so richtig auszugucken und er macht das auch. Also er schaut dann immer kurz hoch und läuft sehr langsam an und schiebt dann halt einfach irgendwie in eine Ecke. Also ich finde das gut, weil es klappt offensichtlich sehr gut und scheinbar hat er diese Ruhe, da auch vor 60.000 das genauso zu machen. Und seine Quote gibt ihm aktuell auch recht. Das Problem ist halt nur, auch
auch Marlon hatte das mal in der dritten Liga, ich meine gegen Magdeburg. Er hat auch versucht, irgendwie auszugucken. Der Torwart hat ihm irgendwie nicht so viel gegeben und dann hat er einen unfassbaren Kullerball gespielt, der dann gehalten wurde. Und ich weiß nicht, ob er seitdem noch mal einen Elfmeter geschossen hat, weil das wurde dann so zerrissen. Wie kann man denn so einen Elfmeter schießen? Es geht doch nicht, schieß doch ins Eck. Dass er die anderen alle so macht, juckt dann auch keinen mehr, dass die Quote passt. Und ich sag euch, wenn Tomiak den Ball einmal so als Kullerball irgendwo ins Eck schiebt und der hält den, dann schießt er, keine Ahnung, schießt Elvedi den nächsten Elfer. Ja, glaube ich auch, das war dann sein letzter, ne? Also, das ist mir auch aufgefallen, er schießt sie nicht so platziert in die Ecken, sondern es sieht einfach so aus, als würde er ihn wirklich einfach immer, als würde er wissen, in welcher Ecke der Keeper springt. Und das ist genau dieser Blick, scheint er drauf zu haben. Und ja, das hat er ja nicht nur in diesem Spiel bewiesen, da kommen wir ja nämlich gleich drauf zu sprechen. Also, das Stuttgart-Spiel war einfach, ja, zwei Mannschaften, die auf einem unterschiedlichen Niveau gegeneinander gespielt haben. Stuttgart mit der zweiten Garde, trotzdem immer noch besser als wir. Aber wir haben uns trotzdem ganz gut verkauft, würde ich sagen, oder? Da können wir einen Haken hintermachen. Auf jeden Fall. Also wir hatten ja sogar wirklich die Chancen noch nach der Halbzeit. Ich glaube, so bis zur 60. hatte Ache zwei gute Chancen. Da können wir wirklich in Führung gehen. Ob wir das dann irgendwie über die Zeit bringen, weiß ich nicht. Ich dachte mir auch, selbst wenn wir irgendwie in der Nachspielzeit, da gab es ja auch noch irgendwie ein, zwei Ecken, die wir da erzwungen haben. Selbst wenn du den machst, wir waren, glaube ich, schon ziemlich platt. Dann machen die halt weiter Druck und dann, ob du dann nochmal 30 Minuten überlebst, das wäre schon alles sehr, sehr eng geworden. Aber ja, gut verkauft haben wir uns auf jeden Fall. Und klar ist halt bitter, wenn du der zweiten Runde so einen loskriegst. Da kannst du, glaube ich, auch grundsätzlich wieder die Debatte aufmachen, ob nicht einfach immer der unterklassige Verein ein Heimrecht haben sollte. Also wir hatten das hier ja, was ja schon relativ extrem war. Noch heftiger war ja, dass Elversberg in Leverkusen ran musste. Also wenn diese Extremen schon so groß sind und die werden ja aktuell auch immer größer, ne? Die Bundesliga entfernt sich ja immer weiter von der zweiten, dann gönn den kleinen Verein doch wenigstens das Heimrecht, dass sie da so ein bisschen über die eigene Kulisse da doch so ein bisschen so eine eigene Atmosphäre kreieren können, die vielleicht dazu führt, dass die Großen eher nochmal stolpern. Vor allem siehst du da auch einfach, das fand ich zum Beispiel toll in der Pokalrunde, du siehst einfach viel mehr. Zum Beispiel, die waren ja, glaube ich, in Offenbach waren sie im Stadion. So den Biberer Berg, den habe ich das letzte Mal, okay, Anfang der Saison in diesem Vorbereitungsturnier. Aber sonst habe ich ihn im Pflichtspiel noch so gut wie nie gesehen. Und das ist halt so ein bisschen das, was auch so ein bisschen den Charme, glaube ich, ausmacht von so einem DFB-Pokal. Dass du halt mal auf dem hintersten Acker Saarbrücken landest und dir mal so ein Spiel da anschauen kannst. Aber dass du da eben, ja, dass du eben, ja, Fußball überall siehst, so. Ich finde, das ist toll. Und wenn man das mal, ja, wenn man das mal umschreiben könnte, wäre das eigentlich echt cool, dass man eben der niedrigere Mannschaft Heimrecht kriegt. Nichtsdestotrotz können wir uns nicht beklagen, nach den Losen in der letzten Saison, dass wir dann sogar noch das Glück haben, gegen so einen attraktiven Gegner wie den VfB zu spielen und jetzt nicht irgendwie die A-Karte zu haben und irgendwie, weiß ich nicht, nach Leipzig zu fahren und gegen die Dosen zu spielen. So, das wäre ja immer so Worst Case, ne? Oder Wolfsburg. Mannschaft, die, ja, auch albtraumlos. Von daher war eine kurze Reise, aber drücken wir jetzt dem VfB die Daumen. Nach dem Pokalspiel unter der Woche haben wir am Wochenende gegen Magdeburg gespielt. Ein Spiel, was man so nicht hätte erahnen können, oder ein Spielverlauf, den man so nicht hätte vorher erahnen können. 2:2 geht das Spiel aus. Die ersten 10 Minuten sind wir noch nicht wirklich wach, obwohl es ein Heimspiel ist, obwohl wir vor einer grandiosen Kulisse auf dem Betze spielen. Nach einer Ecke 1:0 für Magdeburg. Irgendwie, ja, weiß ich nicht, wie habt ihr das Tor gesehen? Also da war ja einfach niemand am Strafraumeck, der den einlaufenden Außenverteidiger deckt, der dann natürlich auch geil abschließt. Also schönes Tor. Ja, ich habe es nicht verstanden. Also ich habe nicht gecheckt, wie der so frei sein kann. Jokota stand da irgendwie so am Strafraum-Eck, um da nochmal so einen anderen Raum zuzumachen. Aber sowohl der Passweg als auch dann ja wirklich der komplette Rückraum, also das kann ja nicht so geplant gewesen sein. Also da muss irgendwer an einem Platz gestanden haben, an dem er eigentlich nicht hätte stehen sollen. Das glaube ich nicht, dass irgendein Standardtrainer das genauso vorgibt. Das wäre grob fahrlässig auf jeden Fall. Und war es dann ja auch so. Ja, das, was ihr sagt, also Florian Kleinhans hat, glaube ich, kurz nach dem Spiel gesagt, dass das ein absoluter Zuteilungsfehler war. Er es aber auch noch nicht ganz genau weiß. Aber das sah schon nach Patzer in der Zuteilung auf jeden Fall aus. Ich will Kral da so ein bisschen in Schutz nehmen. Lorik, der trifft den natürlich auch echt satt. Also geiler, strammer Schuss, der dann da ja nicht ganz im Knick einschlägt, aber trotzdem mit Power unter die Latte geht. Und Krals Sichtfeld ist natürlich auch so ein bisschen bedeckt, ne? Also da stehen gefühlt 20 Leute vor ihm, die sich da langwuseln. Ich habe im ersten Moment gedacht, vielleicht steht Hercher da im Abseits, aber war, glaube ich, dann ein korrektes Tor, ne? Keiner im Abseits. Ich glaube, der war nicht trotzdem, drin. Nee. Ja. Bitter, ne? Und ich finde, der kann da auch wirklich gar nichts machen. Ja. Also das sind, was weiß ich, 130 km/h.
verdeckte Sicht. Der kommt zwar zentral, aber da, ja, hast du keine Chance. Ja. Und ich fand also die Anfangsphase gar nicht mal so schlecht von uns. Also wir hatten da ja auch schon eine ordentliche Szene einmal mit Yokota. Da haben wir dann den Elfmeter nicht bekommen, den wir später irgendwie bekommen haben. Hat Schiri wahrscheinlich auch noch im Hinterkopf gehabt, dass er bei so zwei so halben Elfmetern vielleicht halt einen geben wollte. Das war so mein Eindruck. Und dazwischen gab es ja noch das 2-0, was da auch irgendwie übel simpel war. Es war einfach ein, also es war ein sehr guter langer Ball von Mathiesen. Aber Tomiak, also ganz schlimmes Stellungsspiel. Viel zu weit vorne und auch gar nicht dann, selbst während der Ball in der Luft war, irgendwie antizipieren können, wo der dann runterkommt. Und dann nimmt Tekke den wirklich überragend mit. Und das ist natürlich dann auch irgendwie bezeichnend, dass er den dann macht. Aber ich fand, das war dann relativ aus dem Nichts, dass wir da 2-0 hinten liegen. Ja, kam für mich auch überraschend. Aber ich habe es mir in der Entstehung auch nochmal angeguckt, weil ich nicht ganz verstanden habe, wie dieser Ball so einfach da durchkommen kann. Also der Ball ist beim Keeper. Das ist ja quasi deren Innenverteidiger, der das Spielaufbau macht. Spielt den Ball auf die rechte Seite. Rechte Seite ist dicht. Wieder zum Keeper, so eine Pendelbewegung, dann auf die linke Seite raus. Auf der linken Seite ist alles dicht, wieder zurück zum Keeper, nach rechts raus und dann kommt dieser lange Ball. Das heißt, einmal durch eine simple Seitenverlagerung ist Tomiak da, weiß ich nicht, komplett rübergezogen und macht da die Seite auf. Natürlich müssen sie das Spiel auch ein bisschen verschieben, weil wenn der Ball nämlich von der anderen Seite gekommen wäre, dann hätte ich genauso die Frage gestellt, wie kann das sein, dass da die Seite offen ist. Aber es ist trotzdem irgendwie schockierend für mich, dass so ein simpler Spielaufbau reicht, um eine Mannschaft komplett auszuhebeln und gefühlt den Torwart als Vorlagengeber zu geben. Fand ich sehr, sehr simpel. Und dann natürlich bitter, dass Hecke ausgerechnet noch trifft. Genau, auf ihn wollte ich gerade auch noch so ein bisschen hinaus. Vielleicht können wir das irgendwie noch kurz einordnen, dass es auch echt von allen Seiten und für alle Seiten irgendwie nochmal eine schöne Aktion war, dass er da nochmal vor der Westkurve verabschiedet wurde. Auch mit Spruchband. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt von den Ultras selbst kam oder von anderen Fangruppierungen, aber hat es sich auf jeden Fall verdient. Ich finde, 5 Jahre sind im heutigen Fußball echt viel. Das merken wir auch wir als Fans dann ja, dass wir mit einem Spieler, der jetzt in Anführungszeichen nur 5 Jahre da war, in den 80er, 90ern war das ja natürlich noch anders, aber dass wir ja schon irgendwie sehr viel Bindung zu so einem Spieler aufgebaut haben. Hecke war ja sehr, sehr oder ist ja auch immer noch sehr beliebt. Und von allen Seiten meinte ich dann auch tatsächlich ein FCM als Verein selbst. Die haben das auch selbst auf ihrem eigenen Instagram nochmal gepostet mit Hecke zusammen. Und ich glaube, das war auch Thema auf der PK, dass der Trainer das ja auch quasi erstmal erlauben muss, dass er so kurz vor Anpfiff dann nochmal vor die gegnerische Kurve darf, statt in die Kabine irgendwie zu gehen und sich vorzubereiten oder was auch immer zu tun. Irgendwie so eine kleine, aber nette Geschichte, die irgendwie ja einem nur so ein bisschen warm ums Herz werden lässt. Und ich weiß nicht, war schön. Ja, also mich hast du emotional auf jeden Fall getroffen. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht und das ist schon recht. Also gerade in diesen Drittliga-Zeiten war die Kaderfluktuation schon relativ hoch. Und dass du dann einen Spieler hast, der seit fünf Jahre am Stück für Lautern spielt und dann auch einfach, das ist ein Mann für die wichtigen Tore. Der macht das 2-0 in Dresden. Bei Hecke denke ich an diesen Sololauf gegen Hannover, wo er in der Aufstiegssaison eine Bude macht. An das 2-2 gegen Heidenheim, wo man das dreht. Und allein das sind einfach alles so Momente, dass da ein Spieler immer das Tor macht. Das kann kein Zufall sein. Schade dann auch im Endeffekt, dass er es gegen uns gemacht hat. Ja, die Qualität setzt sich dann doch wohl durch. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Es ist hier so ein Stefan Rabnippel, den wir hier drücken. Ja. Ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich in dem Sinne ihm das Tor nicht gönne. Wirklich von Herzen habe ich mich für ihn gefreut, aus einer persönlichen Sicht so. Aber natürlich denkt man dann so aus FCK-Sicht, ach man, dass dann die ehemaligen Spieler machen, war ja klar, dass der dann ausgerechnet trifft. Ne? Aber doch, ich wünsche ihm nur das Beste. Das wäre übrigens auch mal eine bestimmte spannende Statistikaushebung, weil vielleicht ist es einfach dieses so ein bisschen ein Bias, aber man hat auch immer das Gefühl, dass die Ex-Spieler gegen Lautern treffen, oder? Also das ist, ich weiß nicht, da müsste man irgendwann mal alle Statistiken mal wälzen und wie wahrscheinlich ein Tor von einem Spieler in dem Spiel wäre und dann nochmal rechnen, wie dann er das Tor tatsächlich gemacht hat, weil ich weiß gar nicht, also der Herchert hat gegen uns getroffen und ist bestimmt nicht der Einzige. Ja, hey, das ist richtig witzig, Tim, weil ich saß da am Sonntag mit einem Kumpel da und wir haben auch genau das überlegt. Und uns ist dann Florian Pick eingefallen, der für Heidenheim in dem Spiel, was du eben auch angesprochen hast, mal getroffen hatte. Und dann waren wir irgendwann auch schon wieder bei Marvin Pourier, der das vielleicht mal gemacht hat. Waren wir uns nicht mehr so ganz sicher? Ganz sicher. Ja. Das war im Januar in irgendeiner Drittligasaison, Corona-Zeiten. Es war schweinekalt in der West. Ich bin komplett erfroren. Und dann macht Pourier mit Würzburg 2 Buden und die gewinnen das Ding. Stimmt, und mit Würzburg war das. Ich hatte an Meppen gedacht. Ja, dann war das Würzburg. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Glaube ich dir.
Drittliga-Zeiten sind tief im Gedächtnis. Deswegen habe ich noch einen Spieler, Barisch Artig, hat das auch mal gemacht. Ja, Supermann. Der hat gestern auf jeden Fall gefehlt, weil so ein bisschen das Artig-Auspfeifen, das gehört irgendwie, finde ich, zu diesen Magdeburg-Duellen mittlerweile dazu. Gegen die spielen wir ja auch einfach wirklich die letzten Jahre immer, sind ja zeitgleich mit uns aufgestiegen. Und das ist mir zuletzt dann auch nochmal aufgefallen. Also Magdeburg gegen Kaiserslautern, das gibt's halt auch in den letzten Jahren zwar ständig, aber gab's vor 2019 auch einfach noch nie. Einfach weil die halt Ende der DDR sehr viel im Amateurfußball unterwegs waren. Und irgendwie absurd, dass das erst 2019 das erste Mal passiert ist, weil es schon zwei recht große deutsche Vereine sind, ne? Also, das heißt recht groß, ne? Wir viermal deutscher Meister, Magdeburg, Europapokal gewonnen. Wilde Sache, finde ich. Ich würde mal tippen, bei dem Spiel 2019 hat Heino das Siegtor geschossen. Das war 2020, weil das war dieses erste Corona-Spiel. Das war das Rückspiel. Komm, ich bin doch gerade am Gerät hier dran. Jetzt muss ich hier scrollen. Live-Recherche. Können wir das irgendwie überbrücken? Also, das 2019. War auf jeden Fall das erste Mal. Ja, ich hab's. Oh, stimmt. Kennt ihr noch Boris Schommers? Das war sein Debüt. Du meinst den Sauerstoffdieb? Ja, genau, der. Und wir haben 1-1 gespielt, Flo Pickert getroffen und Tobias Müller. Das war auch tatsächlich vielleicht eins noch. Ja, der ist jetzt auch wieder zurückgekommen gerade, ne? Ja, genau. Da bin ich vielleicht mit meinem Magdeburg-Loben auch am Ende. Aber ich muss hier ein bisschen gegensteuern, weil es gab schon Folgen, da hat der Tim zum Beispiel, aber ich glaube auch der Nico halt nicht so viel, die haben beide nicht so viel gute Worte über Magdeburg verloren. Aber das war einer der stabilsten Gäste-Block-Auftritte damals. Die haben das richtig groß ausgerufen, weil das erste Mal halt in Lautern war und waren irgendwie mit 4000 da. Gibt es auch ein richtig gutes Video von auf YouTube, das war sehr, sehr stabil. Da haben die sich so ein bisschen auch in Westdeutschland nochmal angemeldet, glaube ich, als Fanszene. Aber genug davon. Wir haben noch ein bisschen was zum Spiel zu erzählen, glaube ich. Ich habe sogar noch mal kurz was zu Magdeburg. Und zwar finde ich immer ganz, ganz interessant, ich finde immer, zu Magdeburg ziehe ich mal Parallelen. Weil Magdeburg ist gleichzeitig mit uns aufgestiegen. Und dann kann man so ungefähr ahnen, okay, wo ist jetzt ein Verein, wo könnte man sein? Und abgesehen von diesem Jahr, aber ich finde, davor haben sie auf jeden Fall deutlich ansehnlicheren Fußball gespielt. Da waren sie immer bekannt für, vor allem unter Tietz. Aber mittlerweile, also Lautern und Magdeburg trennt jetzt gerade einen Punkt. Ich denke, das ist, also da kann man sagen, also allzu schlecht war die Zeit seitdem her bisher nicht. Auf jeden Fall nicht, aber das wird auch spannend, weil die Anspruchshaltung in den Vereinen ist, glaube ich, schon nochmal eine unterschiedliche für die nächsten Jahre. Also wir sind uns ja irgendwie alle einig, das müssen wir jetzt heute nicht mehr ausdiskutieren. Aber dass wir irgendwie die nächsten 3-4 Jahre dann schon nochmal irgendwie oben anklopfen sollten. Europa League. Oder das sogar dann in 5 bis 6 Jahren spätestens. Aber das ist halt nicht das Ziel in Magdeburg. Und eigentlich müssten wir uns dann quasi zumindest von der Zielsetzung her so ein bisschen auseinanderentwickeln. Wird spannend zu sehen sein, weil die letzten 5 Jahre sind wir einfach gleich Schritt gegangen. Also die sind ja auch damals fast abgestiegen, als wir auch fast abgestiegen sind. Ist wirklich parallel, was seitdem passiert. Apropos, wo sich dir ebenfalls was auseinanderentwickelt hat, war der Spielverlauf. Und zwar Michel. Grandiose Überleitung, oder? Fantastisch, Dankeschön. Wirklich. Habe ich so noch gar nicht gesehen. In der 36. Minute fliegt er vom Platz. Vorher kriegen wir aber dank eines Stoßens an Jokota, da gibt es so eine leichte Berührung an der Schulter, würde ich mal sagen, den verdienten Elfmeter, den Tomiak zum 2-1 Anschlusstreffer, wieder mal, wer soll es auch sein, verwandelt. Und danach fliegt er vom Platz, der Michel, ne? Also ich muss sagen, Konzessionsentscheidung. Also ihr habt ja davor das Foulspiel an Jokota erwähnt. Ich finde, da muss man eine weitere Szene noch erwähnen. Und zwar ist Karloc auch einmal durch. Wird dann deutlich stärker gestoßen als Jokota. Nur weil er einfach weiterspielen will und nicht umfällt, gibt es dann keinen Elfmeter, weil ich dachte mir, also ich habe es natürlich nur vom Stadion gesehen, aber ich dachte mir, okay, also wenn das Jokota wäre, der wäre über die Bande wäre der geflogen, so stark wie der gestoßen wurde. Und bei Karloc, der bleibt halt stehen und versucht dann noch das Tor zu machen. Und dass man dafür bestraft wird, kann dann ja eigentlich auch nicht der Fall sein. Also alles in allem drei strittige Szenen. Da kann man einmal Elfmeter geben und dann ist auch gut. Dann fühlt sich keiner benachteiligt und keiner bevorteilt und dann ist ja eigentlich auch eigentlich fair. Und ich finde, da gab es sogar noch eine weitere Szene, wo es theoretisch einen vierten Elfmeter noch hätte geben können. Und zwar hat einmal Daniel Heber, glaube ich, war es, also der Magdeburger Innenverteidiger, seinen Arm irgendwie ausgefahren. Das war irgendwie abseits des Balles, aber hat dann Ache auch ziemlich im Gesicht getroffen. Und ich hätte da super gerne noch ein Replay von gesehen, weil irgendwie wurde einfach keiner gezeigt. Aber aus meiner Sicht hätte man da vielleicht auch noch auf Elfmeter entscheiden können. Klar war es keine Absicht, aber wenn ich halt irgendwie nicht absichtlich, aber dann de facto doch irgendwie ins Gesicht hau, dann, also ich hätte es zumindest gerne nochmal gesehen. Also da hatten wir zwar bei der einen Entscheidung ein bisschen Glück, aber vielleicht auch hier und da ein bisschen Pech, ich weiß es nicht.
Ja, unterm Strich würde ich auch sagen, absolut verdient. Führt natürlich dann auch dazu, dass du eine knappe Stunde einfach in Überzahl spielst, ne? Also wenn wir jetzt mal die Nachspielzeit mit einbeziehen, da gab es ja sogar noch eine weitere rote Karte, wobei ich die jetzt mal nicht in den Spielverlauf jetzt irgendwie als entscheidend mit einfließen lassen würde. Aber insgesamt werden, glaube ich, 6 Minuten nachgespielt oder 5 Minuten nachgespielt und es passiert in der 36. Minute. Also eine knappe Stunde in Überzahl. Du gehst eigentlich mit dem Gefühl in die Pause, wow, jetzt holen wir uns auch die 3 Punkte. Und der Spielverlauf in der zweiten Halbzeit ist ja natürlich dann auch einfach wie bei einem Handballspiel, ne? Also da wird immer um den Magdeburger 16er gespielt. Einige Aktionen von Jokuta, die sehr, sehr gefährlich sind. Ache trifft, glaube ich, insgesamt 3-mal in dem Spiel Latte oder Pfosten. Auf jeden Fall Aluminiumpech dann dabei. Und letzten Endes ist es dann ja eine Ecke, die auf dem Kopf von Ache landet. Also ich habe mir das mehrmals in der Wiederholung angeguckt, weil der muss sich mal hochspringen. Der macht einfach 2 Schritte weg vom Tor, dann landet der Ball perfekt auf seinem Kopf und tropft rein. Ja, damit steht 2-2. Ja, und da sind wir auch wieder bei schlechter Zuordnung, was wir bei unserem Gegentor da hatten oder auch schon hatten. Ache macht zwar 2 Schritte weg vom Tor, aber er muss die gar nicht 2 Schritte wegmachen von dem Gegenspieler, weil er einfach ungedeckt ist. Also das geht wirklich nicht in mein Hirn rein, wie man Ragnar Ache, der ja wirklich wahrscheinlich der beste Kopfballspieler der Liga ist, wie man ihn einfach ungedeckt lassen kann. Ich würde eher Ache doppeln und dafür einen anderen freistehen lassen, als ihn gar nicht zu decken. Also ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Und also den muss er dann natürlich auch machen. Aber er zeigt halt wieder, wie wichtig er ist, finde ich, in dem Spiel. Er hat zwar irgendwie das Glück nicht gehabt, aber du musst erstmal so viele Chancen überhaupt haben, weil er hat einen super Torriecher auch. Ich finde, das sieht man richtig gut bei dem dritten Pfostentreffer, beim dritten Alu-Treffer, beim Pfostentreffer. Da hat Mause den Ball ja erstmal sehr gut behauptet. Schaut euch das gerne nochmal an. Ache steht eigentlich voll in seiner Nähe, aber läuft dann so einen super cleveren 3-Meter-Radius-Bogen nochmal, um genau in diese Schussposition erst überhaupt reinzukommen. Das ist wirklich super clever und er ist auch komplett frei, weil in so einem Gewühl folgt ihm natürlich kein Verteidiger. Macht er richtig gut. Macht Ache mega gut und die Chance war in der Situation noch gar nicht ganz zu Ende, weil der Ball dann irgendwie nochmal an den Pfosten klatscht auf den rechten Flügel, wo, ich weiß gar nicht, wer die Flanke dann letzten Endes reinbringt, ob es Kleinhansel war? Nee, der war, glaube ich, links. Ich glaube, das war wieder Elvedi. Ich glaube, das war Elvedi. Der ist mittlerweile richtig gefährlich. Nein, bei dieser Triple-Chance war es Jamra, der den Abschluss. Ja, im Nachhinein kann man natürlich alles sagen. Vielleicht hätte er auch noch mal kurz auf den Ball stoppen können und zurücklegen können, aber er versucht es dann und dann muss man auch sagen, macht es der Magdeburger Keeper richtig stark, der da reinspringt und das Ding noch irgendwie rausfischt. Ja, ich meinte auch, die Flanke war von LW, die meinte ich, nicht der Abschluss. Ach so. Also die Flanke auf Jokuta dann, meine ich. Der macht den Kopfball dann ja nicht rein, ne? Nee, ich glaube auch nicht, dass das so seine Paradedisziplin ist, Kopfbälle zu versenken. Den kann er, glaube ich, trotzdem machen oder muss er sogar machen aus der Position. Wir haben schon viel über Jokuta heute gesprochen. Ein Stat vielleicht noch, er hatte jetzt gegen Magdeburg eine Dribblingquote von 77%, also 10 erfolgreiche bei 13 Versuchen. Das ist wirklich absurd gut. Und selbst gegen Stuttgart waren es 5 erfolgreiche Dribblings bei 6 Versuchen, also noch eine bessere Quote mit 83%. Und genau so sah es ja auch aus, also das hat man ja gesehen. Da hat er dem Lorik ja einige Male irgendwie auch Knoten in die Beine gespielt oder auch anderen Gegnern. Wirklich herausragend gut, was er da gemacht hat. Was halt Wahnsinn ist, ist, dass Jokuta dir eigentlich das Spiel dreht. Also der Mann ist für die erste gelbe Karte und den Elfmeter verantwortlich, weil er einfach den zieht. Dann zieht er die 2. gelbe Karte und beschert er diese 60 Minuten in Überzahl. Und ich habe gestern noch mit unserem Kollegen Flo drüber geredet und wir waren uns beide eigentlich relativ einig. Allein durch diese Unterzahl war ich mir auch sicher, Magdeburg gewinnt das Spiel nicht. Also diese Unterzahl, das war einfach, okay, die pokern jetzt voll auf Unentschieden, hoffen, dass sie diesen Punkt mitnehmen. Und das sichert dir ja mal zumindest diesen einen Punkt. Ich war mir auch unsicher, ehrlich gesagt, ob uns der Platzverweis da so gut tut. Weil wir hatten nicht so viele Spieler eigentlich auf dem Platz, bei denen ich mir sicher war, dass sie super kreativ sind im Passspiel auch. Und da hat dann Jokuta sehr viel getragen. Aber eigentlich hätte man sich da natürlich einen Ritter gewünscht oder vielleicht auch einen Clement oder so. Also wir haben da ja sehr lange noch mit Aremu und Kalosch gespielt und auch in der Innenverteidigung mit Spielern, bei denen wir jetzt gesagt haben, weiß ich nicht, ob Aufbauspieler die größte Qualität ist, aber ich war da wirklich überrascht, wie gut wir das gespielt haben. Also wir haben ja wirklich Chance um Chance herausgespielt, klar auch über Standards, aber auch Dinge erzwungen und über individuelle Momente teilweise. Aber das war so ein konstanter Druck, da war ich richtig positiv beeindruckt von. Ja, also diese offensive Ideenlosigkeit, die du angesprochen hast, ich finde, die lässt sich tatsächlich noch ein bisschen untermauern. Also das ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau. Aber ja, schätzt doch mal, wie viele Flanken hat der FCK geschlagen in dem Spiel? Ich glaube, das waren richtig viele. 40 Stück.
Oh, ich hätte irgendwie 30 oder so gesagt, aber krass, okay. Und jetzt Ratespiel Nummer 2. Wie viele Flanken sind denn davon angekommen? 10. Also bei 40 Flanken, 25% Flankenquote, das war schon, wild. Also das Einzige, was man da vielleicht ein bisschen dem Team vorwerfen könnte, und das ist, wie gesagt, auch ein bisschen arg penibel, wenn wir jetzt dran denken, dass wir vor kurzer Zeit noch einfach in Elversberg verloren haben, dass man vielleicht so ein bisschen variabler wird, vielleicht mal mehr aus dem Rückraum schießt, ein bisschen mehr, nicht immer Flanken probiert, wenn es, man merkt, es klappt ja einfach nicht so wirklich. Also einfach, um da ein bisschen variabler zu sein und auch vielleicht einfach den Gegner rauszuziehen aus dem 16er. Ich glaube, an sich ist das gar nicht so schlecht, so eine 25-prozentige Flankenquote. Also ich glaube, bei Spielern ist so ein Average irgendwo bei Mitte 30. Also wenn du so eine 35-prozentige Flankenquote hast, ist das echt ganz gut. Das heißt, wenn du jetzt hier 20 von 40 gehabt hättest mit 50%, wäre herausragend. Also klar, hätten schon ein paar mehr auch noch ankommen können, aber das ist so ein Stat, der klassisch so ein bisschen dann unterschätzt wird, dass 25% eigentlich gar nicht so schlecht sind. Also es ist unterm Schnitt, aber 10 von 40 ist gar nicht so kacke, wie es erstmal klingt. Ja, also ich würde das mit der Variabilität und den Fernschüssen gar nicht so streng sehen. Also klar, natürlich dieses Mittel mit Flanken irgendwie zum Erfolg zu kommen, wenn du einen Ragnar Ache da in der Mitte hast, kann ich verstehen, dass man das probieren sollte. Aber ich finde gerade auch so das Spiel, was jetzt gegen Magdeburg war, da hat es auch ein Ache immer mal wieder aus der zweiten Reihe probiert. Ich würde es unterschreiben, so in der breiten Masse, dass sich ruhig auch mal vielleicht jemand, der im Mittelfeld spielt oder auch ein Verteidiger, gerne mal ein Herz aus der zweiten Reihe fassen kann und einfach mal aufs Tor zimmert. Ache hat es, ich glaube, 2-3 Mal im Spiel probiert. Das fand ich in Ordnung und unterm Strich, ich finde, wir sind gut vors Tor gekommen. Wir hatten einige Chancen, auch wenn das jetzt nicht gereicht hat für einen Sieg. Unterm Strich bin ich super, super happy, dass wir da so viele Chancen hatten und immer wieder Abschlüsse gesucht haben und wirklich Chancen erarbeitet haben. Besser als dieses Regensburg-Spiel allemal. Ja, ich glaube, damit können wir das Magdeburg-Spiel auch abschließen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass unterm Strich wir das Ding auf jeden Fall hätten gewinnen müssen, aber im Kontext der letzten Spiele generell können wir, glaube ich, damit recht happy sein. Ich bin jetzt nur sehr gespannt, was dann, und das jetzt vielleicht als kleiner Vorausblick, was dann jetzt in Nürnberg passiert. Weil hättest du mich vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich gesagt, Nürnberg habe ich jetzt aktuell nicht so wahnsinnig viel Angst vor, aber die haben sich halt richtig gefangen mittlerweile. Die hatten so einen Befreiungsschlag-Sieg, würde ich sagen, so ein erkämpftes 3-2 gegen Münster. Dann kam ein 4-0-Derby-Sieg in Fürth und danach ein völlig absurdes 8-3 gegen Regensburg. Und die haben sich da so richtig Frust von der Seele geschossen. Die Offensive mittlerweile ist richtig, richtig gut, funktioniert super mit Justwan, Emreli und Zimas auch. Punkt in Hamburg jetzt auch geholt. Also das wird ein richtiges Brett. Da haben wir vielleicht den Miro Klose hier teilweise einen Ticken zu früh verteufelt, weil aktuell sieht das ganz gut aus. Was meint ihr? Ja, also ich muss da ganz besonders zu Kreuze kriechen. Ich habe einen Tweet von mir ausgepackt. Und so fangen die schlimmsten Geschichten an. Vor ungefähr genau einem Monat habe ich getweetet, dass am 8. November dann wahrscheinlich das Verlierer bekommt, einen neuen Trainer-Derby steigt, weil auch damals man schon ahnen hätte können, dass wenn es jetzt bei Nürnberg und in Lautern schlecht läuft, dass dann doch echt für einen der beiden Schluss sein könnte. Und dann ein kleines Shoutout an den Twitter-User Betzemonk. Der hat dann kommentiert, oder keiner rechnet uns und wir holen 7 Punkte in der Liga und spielen ein gutes Pokalspiel. Also die Worte in Gottes Ohren hat anscheinend geklappt. Den Tipp für Freitag würde ich auch gern haben. Aber ja, also Nürnberg ist brutal. Starke Qualität im Kader. Ich finde, die würden auf jeden Fall um Aufstieg mitspielen, wenn sie jetzt nicht so schlecht gestartet wären. Und ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr schwer wird. Und es ist ja auch noch absolut möglich, um Aufstieg mitzuspielen. Also die Liga ist ja aktuell mal wieder so wahnsinnig eng, dass die aktuell, ich meine, 2 Punkte hinten dran sind oder 3 Punkte hinter Platz 2, so rum. Also selbst wir sind ja aktuell nur 4 Punkte hinter Platz 2 und das ist ja aktuell wirklich noch absolut drin, da oben anzuklopfen. Ich weiß nicht, ob die Nürnberger das wirklich schaffen, aber auf Platz 6 sind sie da auf jeden Fall in Schlagweite. Die beste zweite Liga aller Zeiten. Ich wollte es nicht sagen, Mann, ich wollte es nicht sagen. Ich finde, bei Nürnberg darf man einfach nicht vergessen, dass das einfach ein super junges Team ist. Die haben jetzt mit den Usun-Millionen natürlich auch an der einen oder anderen Stelle einen Spieler geholt. Weiß ich nicht, ob man den sonst bekommen hätte. Robin Knoche vielleicht mit der Erfahrung, einer der ältesten Spieler im Kader. Glaube ich nicht, dass der unbedingt nach Nürnberg gewechselt wäre, wenn die das finanziell nicht attraktiv gestaltet hätten oder vielleicht auch vom Trainer abhängig gemacht hätten. Ein Kaspar Janda, ich weiß gar nicht, der ist Anfang 20. Zimas ist, glaube ich, gerade mal 18 Jahre alt. Da sind einige Spieler dabei, die wirklich noch sehr, sehr großes Potenzial haben und darauf würde ich das, glaube ich, auch so ein bisschen schieben, dass ich
eine relativ junge Mannschaft, auch ein Justwan ist später erst dazugekommen, mit einigen Neuzugängen erstmal finden musste. Und ich glaube, so langsam hat sich diese Mannschaft einfach gefunden und kann jetzt die PS auf die Straße bringen. Ja, auf jeden Fall, was bei Nürnberg auch noch dazu kommt, die hatten ja wirklich einen riesigen Umbruch. Und ich habe jetzt mal exemplarisch das Spiel gegen Münster rausgegriffen. Das war Anfang Oktober. Wie gesagt, haben sie 3-2 gewonnen. Und abgesehen vom Torhüter, der letztes Jahr aber, glaube ich, auch nur Ersatztorhüter war, waren alle anderen 10 Spieler in der Startelf Neuzugänge. Und dass sich das vielleicht erst nach ein paar Wochen findet und nicht sofort da ist, ist logisch. Aber jetzt machen sie gerade diese Schritte. Und also beängstigend ist es nicht. Ich finde es per se jetzt gar nicht so schlimm, wenn der FCN irgendwie eine gute Rolle in der zweiten Liga spielt. Aber für die Partie am Freitag müssen wir echt schauen, wie wir die in den Griff bekommen. Weil gerade vorne dieses Dreieck, Justwan, Simas, Emreli, das funktioniert wahnsinnig gut aktuell. Und auch Justwan, der ist ja nicht umsonst eigentlich nach Hoffenheim gewechselt vor einem Jahr in die Bundesliga. Ist ein fantastischer Fußballer und die beiden Stürmer, die knipsen gerade, wie sie wollen. Weil sie da ja einen haben, vielleicht auch im Training, der das nochmal vormachen kann. Was man auf jeden Fall, glaube ich, zusammenfassen kann ist, und das ist eigentlich echt schön zu sagen, ich habe richtig Bock auf Freitag. Du hast 2 absolute große Mannschaften, Max-Morlock-Stadion, Freitagabend 18:30 Uhr, Flutlichtspiel. Und wenn du verlierst, dann, ja, dann ist halt so. Wenn du gewinnst, dann ist schön. Also du hast jetzt absolut gar keinen Druck und das ist eigentlich, ja, ein tolles Gefühl. Ja, das wäre ja vielleicht jetzt mal die passende Überleitung, um euch zu fragen, mit welchem Ergebnis rechnet ihr denn am Freitag? Ich glaube, das wird ein 2-2 mal wieder. Also 2 Teams, die einfach gerade sehr gut in Form sind, die auch nach vorne spielen können, die da ihre Qualitäten haben. Und ich glaube, beide treten so ein bisschen auf der Stelle. Ich will betonen, dass das für uns auch völlig in Ordnung wäre, auf der Stelle zu treten. Ja, mit einem 2-2 könnte ich leben und das ist jetzt auch dann mein Tipp. Ich gehe ein ganz bisschen wilder. Also ich erinnere an das eine Pokalspiel, wo Enrico Valentini in dem im Tor von den Nürnbergern im Elfmeterschießen gelandet ist. Ja, warum nicht so ein 4-4? Also irgendwie was Bock macht, wo in beide Richtungen das geht. Ich glaube, man kann sich auf jeden Fall mit einem Punkt sich sehr, sehr gut mit zurechtfinden, weil du halt immer noch wahrscheinlich ohne Heuer spielst, ganz sicher glaube ich sogar ohne Heuer, wahrscheinlich ohne Ritter. Das sind einfach große Säulen, die da im FCK fehlen, deswegen unentschieden. Was sagst du, Philipp? Ah, also ich glaube, mein Tipp ist nicht ganz so zurückhaltend wie euer. Also jetzt nach dem Pokal aus gegen Stuttgart und dem 2-2 gegen Magdeburg, glaube ich, wird es wieder Zeit für ein Spektakelspiel auf dem Betze und zwar auch mit einem positiven Ausgang. Ich glaube, wir gewinnen 3-1. Yokota macht ein gutes Spiel, der krönt jetzt seine Leistung mit einem Doppelpack und dann darf Opoku auch mal wieder ran und trifft. Das ist mein Wunschtipp. Nehme ich so. Ja, 16 Punkte haben wir jetzt. Mit 3 Punkten mehr wären wir, so wie die Tabelle heute aussieht, mit 19 Punkten punktgleich mit dem KSC, der auf Platz 5 rangiert. Das heißt, die Tabelle, muss man so ehrlich sein, ist jetzt einfach auch super eng. Also es kann schnell nach oben gehen, kann genauso gut aber auch schnell nach unten gehen. Ein Platz hinter uns sind große Mannschaften wie der FC Darmstadt, die jetzt mit dem neuen Trainer nochmal Aufschwung bekommen haben, Fürth, die am Anfang ein bisschen besser gestartet sind und Punkte verloren haben als in den letzten Spielen und noch den Trainer rausgeworfen haben. Und natürlich dann auch interessante Aussteiger wie Münster und Ulm, die immer wieder gute Partien zeigen. Und Schalke 04, die mit der ersten Trainerentlassung, wer weiß, wie lange die nächste Trainerentlassung noch auf sich warten ist, da unten ja auch irgendwann noch rauskommen wollen. Das heißt also, haben eine super enge Tabelle. Für uns ist sowohl nach oben als auch nach unten irgendwie alles drin. Das kann Fluch sein, das kann aber auch Segen sein. Wenn man jetzt einen kleinen Lauf startet bis Weihnachten, wer weiß, wo das Ende der Fahnenstange ist. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, ich möchte eine ruhige Saison spielen und deswegen freue ich mich über jeden Punkt, den wir jetzt sammeln, kann aber auch mal mit kleinen Nackenschlägen zurechtkommen, wie jetzt das 2-2, was sich irgendwie dann doch wie ein verlorener Punkt gegen Magdeburg anfühlt oder 2 verlorene Punkte. Ich würde gerne alles daran setzen, dass wir irgendwie Relegation gegen Hoffenheim spielen und uns da wirklich rächen. Also das wäre mein Traum, Hoffenheim in die zweite Liga schießen, selber aufsteigen und dann die letzten, was waren es, 10, 15 Jahre alles nur ein Fiebertraum gewesen und dann in 3 Jahren natürlich international. Da würde ich sofort unterschreiben. Ich auch immer noch ein Trauma. Ja, damit haben wir doch einen schönen Ausblick auf das kommende Spiel gewagt. Nürnberg, Miro, Kumthäm. Diesmal aber auf der Gästebank, nicht auf der Heimbank. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Philipp, wir spielen auswärts. Oh, naja, da muss ich meinen Tipp da nochmal revidieren, oder? Nee, wir sind auswärts stärker, ne?
Irgendwer gewinnt 1-3. Mensch, hätte ich mich jetzt gewundert, wenn ich alleine auf dem Betze wäre. Ja. Wie Mark Foster damals. Wisst ihr das noch? Das war vor 6 Jahren oder so mal. Da hat der FCK selbst, glaube ich, auch gepostet, dass Mark Foster gerade im Stadion ist, weil er zum Spiel wollte, aber hat nicht gecheckt, dass es ein Auswärtsspiel ist. Also für Freitag, Philipp, einfach nicht für Miro Klose jubeln. Ja, okay. Oh Mann, das wäre was gewesen. Ich würde sagen, damit machen wir doch mal einen Punkt und bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Folge 33, wieder ein Fest mit euch und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Die nächste Folge wie immer in 2 Wochen. Bis jetzt bleibt nichts anderes als zu sagen, vielen Dank, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Schönen Feierabend. Ciao, ciao.